Trainingsplan. Wir haben ja auch schon mal vorab bekommen, wie lange sitzt man an so einem Trainingsplan? Weil ich denke mal, du hast ja da ganz bestimmte Komponenten, die du ja auch durchnehmen willst in der Woche. Gerade jetzt auch Schwerpunkt kurz vor der WM. Wie lange sitzt man, wenn man fragen darf, an so einem Trainingsplan, um den jetzt, sag ich mal, so wie er jetzt ist, fertigzustellen? Ja, das geht eigentlich, dauert es nicht so lange, weil es ist so, dass du ja, du weißt ja, in welcher Vorbereitungsphase du bist, und jetzt ist im Moment sind wir in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. Also das ist, sagen wir, der vorletzte Lehrgang jetzt vor der Weltmeisterschaft. Wir haben dann nochmal im August 3 Tage in Schifferstadt. Und da, das sind eigentlich immer bestimmte Sachen, die du da machst. Ja. Und gut, jetzt hier war es ein bisschen anders, weil ich ja gewusst habe, es sind viele Lehrgangsteilnehmer und auch ausländische Partner mit dabei. Ja, da muss man sich natürlich auch Gedanken machen, welche Trainingsform wählt man, damit alle Platz auf der Matte haben. Deshalb haben wir zum Beispiel am Freitag das mit dem Kampfkreis gemacht, wo dann quasi im Prinzip 50% sind auf der Matte und 50% haben Pause. Ja, und wenn alle auf der Matte sind, dann kann man kein Kampftraining machen. Ja, da ist die Verletzungsgefahr einfach zu groß. Steve, wann hast du eigentlich erfahren, dass du Teilnehmer der Weltmeisterschaft bist? Also ich habe EM gerungen, jetzt vor 2 Wochen war das, glaube ich. Und da habe ich ja den ersten Kampf gegen Italiener gewonnen, souverän. Und dann hatte ich den zweiten Kampf gegen den Franzosen, der dann später Dritter geworden ist. Und da gab es ja die Entscheidung ganz kurz vor Schluss, wo eben die 3-2er-Wertung für den Franzosen gewertet wurde, ja, und somit war ich dann aus dem Turnier ausgeschieden, und der Herr Scheibe, der Bundestrainer, hat mich dann eben nach dieser Leistung oder nach diesem Tag eben für die WM nominiert. Was uns auch aufgefallen ist, haben wir gestern schon gesagt, ist ja doch eine Meute von, glaube ich, 30, 40 Leuten da in Freiburg. Ja, zusammen, teilweise am Donnerstag war es ja dann mit den Amis zusammen doch relativ viel. Aber wir haben gemerkt, es läuft doch wirklich diszipliniert ab. Du musst es eigentlich nicht jetzt groß mal laut was sagen. Man merkt schon, die Burschen wissen, was es geht, und alle sind eigentlich auch hochkonzentriert und schauen auch, wenn du ganz klare Anweisungen gibst. Wie siehst du das? Ja, also bin ich auch zufrieden, und es muss auch so sein. Also das gehört einfach dazu, als Ringer und als Leistungssportler und als Nationalmannschaftsmitglied. Ja, da ist Disziplin wieder ganz groß geschrieben. Und das sage ich natürlich auch immer, gerade bei großen Lehrgängen, da ist Disziplin wieder ganz groß geschrieben, da ist Pünktlichkeit, und ja, das gehört einfach mit dazu. Und wenn alle sich daran halten, und dann ist es auch eine gute Atmosphäre, und dann passt auch alles.
Dann bist du ja, wenn ich jetzt fragen darf, zum ersten Mal auf WM, ist das richtig? Ja, das stimmt, genau. Da ist man da, ja, was heißt aufgeregt? Ich meine, das ist ja doch nochmal eine ganz andere Kategorie jetzt als EM. Ich will jetzt nicht sagen, so viel mehr, aber ist einfach doch, dort ist ja dann doch die Weltelite vertreten. Ja, aufgeregt, ja, nein. Und wenn, hast du auch für dich persönliche Ziele? Ja gut, also WM ist natürlich klar, dass da viel mehr Teilnehmer sind als auf der EM. Und ja, ich gehe ganz normal rein, wie auch auf der EM. Ich mache mir keinen Kopf über irgendwelche Platzierungen, was ich erreichen kann, was ich nicht erreichen kann. Ich mache einfach mein Ding und ich habe gut trainiert und werde jetzt noch die letzten 2 Wochen auch noch gut trainieren. Und dann schaue ich mal, was rauskommt. Und mein Trainer, Shenol Ali Ahmed, der kommt auch aus Bulgarien. Und mit dem will ich da eben eine schöne Zeit verbringen, sagen wir es so, und wir haben da jetzt schon ewig lang drauf hintrainiert und ja. Du hast ja nur durch deine internationalen Einsätze auch schon viele, viele Lehrgänge mitgemacht, ganz klar, auch im Ausland und hier auch sicherlich in der Sportschule in Oberhaching. Dieser spezielle WM-Vorbereitungslehrgang, der jetzt ja hier läuft am zweiten Tag hier in Freiburg, merkt man da schon ein bisschen einen Unterschied jetzt zu den anderen Lehrgängen, weil es halt speziell auf die WM getrimmt ist, oder ist es für dich eigentlich ähnlich oder fast gleich? Also ich würde sagen, es ist ähnlich oder fast gleich. Ich finde es halt gut, dass mal andere Trainingspartner aus USA und aus der Schweiz da sind. Aber für mich ist es eigentlich gleich wie andere Lehrgänge auch. Und ja. Haben wir heute ja gerade mal den ersten Tag hinter uns mit 2 Trainingseinheiten, gestern ja nur schon die erste. Wie fühlst du dich jetzt so am zweiten Tag hier? Ich meine, die Hitze ist ja nur auch extrem, ja, aber so ganz allgemein physisch, körperlich? Ja, das stimmt. Die Hitze ist natürlich ausschlaggebend, dass man am Abend sehr müde ist. Aber wir hatten jetzt 2 Trainingseinheiten, die haben wir gut überstanden. Es war auch sehr hart, ja. Aber wir haben jetzt morgen Regeneration. Klar tun die Knochen ein bisschen weh, aber ich denke, durch den Tag morgen wird es wieder gut und dann kann man wieder die nächste Hürde angehen.
Und deswegen steht auch ganz bewusst auf deinem Trainingsplan an jedem Tag 23 Uhr, ich glaube Nachtuhr steht drauf. Das hat sicherlich auch bei Truhe, genau. Das hat sicherlich auch seinen Grund, schätze ich mal. Ja, natürlich. Also wir befinden uns kurz vor der Weltmeisterschaft und wir trainieren hart. Und da ist Schlaf ist eine der wichtigsten Komponenten. Ja. Und von daher gehört es dazu und deshalb schreibe ich das auch drauf. Und wer sich nicht an die Regel hält, der fährt nach Hause. Also das ist ganz klar. Und es kam auch schon mal vor und das war bei mir früher so als Sportler und das ist bei mir so als Trainer und das ist einfach so. Und da ist genauso die Mahlzeiten wie Frühstück, Mittag, Abendessen, also das gehört einfach auch mit dazu. Ja, es ist jetzt noch keiner, der jetzt ja, aufs Gewicht schon achten muss, aber dass man jetzt sagt, er muss die Mahlzeiten ausfallen lassen. Und gerade wenn man zweimal am Tag hat trainiert, dann muss man natürlich auch Energie zu sich nehmen. Das gehört genauso dazu wie Schlaf und Physiotherapie. Und das sind halt viele Faktoren. Und deshalb schreibe ich das immer mit drauf und sage das nochmal dazu. Und dann ist das normalerweise für alle klar und verständlich. Ja, der Trainingsplan von Jürgen Scheibe sieht ja auch ja doch viel Rekreationszeit vor, heute Abend zum Beispiel und morgen ja fast den ganzen Tag. Morgen wird ja gelaufen. Wie nutzt man hier ja zusammen mit ja, Freunden, die man ja kennt, von den Meisterschaften, wie nutzt man so eine Freizeit? Ist man froh, wenn man jetzt hier abends nach so einem Tag auf dem Bett flackt und alles gerade sein ist oder geht ihr nochmal fort? Wie sieht so ein Abend dann aus hier? Ja, also viel fortgehen tun wir natürlich nicht, aber man schaut halt, dass man wirklich auch regeneriert. Vielleicht geht man auch mal in die Stadt kurz und dass man halt hier rauskommt, mal was anderes macht, mal den Kopf freikriegt auch. Aber man schaut halt dann schon, dass man früh ins Bett geht und morgen der Tag, ja, wir schauen uns morgen die Kämpfe von der EM an und analysieren die eben. Und ja, so geht der Tag dann auch schnell rum. Und Fritz, du bist Physiotherapeut und soweit ich weiß, bist du ja bei fast jeder Meisterschaft, ob jetzt national oder international, mit dabei, oder? Ja, was den Nachwuchsbereich jetzt angeht. Ich bin mit dem Jürgen in Nachwuchsmänner-Freistil gewechselt, also Kadetten, Junioren und da eben zu den Lehrgängen und zu den Meisterschaften dabei, ja. Du sitzt jetzt hier, wie ich gesehen habe, auch ja, mehr oder weniger doch den ganzen Tag hier mit in der Halle am Mattenrand, auf deinem Arbeitsplatz, sag jetzt mal, auf der Liege. Du schaust also sozusagen auch zu, was die Ringer machen, oder? Ja, klar. Ja, sicher, weil wir haben ja immer so ein paar Kandidaten dabei, die schon mit leichten Verletzungen hier ankommen und da guckst du schon, wer wo was, beobachtest ein bisschen und halt für die Kleinigkeiten zwischendurch kleine blutende Wunden zu versorgen und das Ganze. Ich wollte gerade fragen, weil ich sag mal, wir haben heute zwar erst den zweiten Tag, das Ganze geht ja noch bis Mittwoch. Kann man sagen, was so diese ja, häufigen Verletzungen sind hier der aktiven Ringer in so einem Trainingslager? Ja, die Kleinigkeiten erst einmal, was im Kampf eben vorkommt, Kratzer, kleine Schürfwunden, mal ein Cut. Ansonsten haben wir hier ja, Sprunggelenk, Knie, Schulter, das sind so die häufigsten Sachen, die jetzt im Ringen erst einmal vorkommen. Ja, Verletzungen. Noch eine Frage, wenn du die Ringer ja ausschließlich hier begleitest, bist du denn selber mal Ringer gewesen? Kommst du vom Ringen oder wie kommst du dazu, dass du diese Mannschaft immer wieder begleitest? Nee, ich habe mit Ringen eigentlich erst 1991 in der Bundesliga angefangen. Da hat mich die RWG in Mömbris-Königshofen gefragt, weil ich dort in der Nähe eine Praxis habe, ob ich die Mannschaft betreuen könnte. War damals, ein Jahr vorher schon, war aber nicht möglich. Ich habe damals noch in der zweiten Liga Fußball gearbeitet, das habe ich 15 Jahre gemacht und komme selbst eigentlich aus dem Handball. Also ich habe von meiner Jugend an oder Schüler an Handball gespielt und bin dann eben über die RWG zum Ringen gekommen und dann auch über damals Athleten wie Backhaus und Jürgen und
alle die haben ja damals gefragt, ich musste die mal betreuen oder durfte die mal betreuen beim Trainingslager in Hennef 96 vor der Weltmeisterschaft. Und der Kollege, der bis dahin gearbeitet hatte, konnte das beruflich nicht mehr machen. Und dann haben die mich gefragt, ob ich einsteigen will, und seitdem bin ich in der Nationalmannschaft. Gut, Fritz, ja, dann ist ja dein nächster Einsatz. Letzte Frage jetzt dann die Weltmeisterschaft, wofür ja hier die jungen Athleten trainieren, der Junioren oder Kadetten. Und da wirst du, denke ich mal, logischerweise dann mit am Start sein, oder schon? Ja, ja, bei den Junioren, bei den Kadetten. Wir gehen also von Sofia direkt nach Srenjanin beide mit dem Jürgen und das läuft also dann alles zusammen, ja. Ach so, das heißt, ihr kommt gar nicht mehr zurück nach Deutschland, sondern... So wie ich den Plan sehe, glaube ich, fahren wir dann direkt weiter. Ne? Okay. Aber du freust dich auf jeden Fall drauf, oder? Wird wieder eine gute Geschichte werden, oder? Ja, ich denke schon. Das ist, Wettkämpfe sind immer kribbelnd und spannend und das macht das Ganze auch aus. Ja, dann kann man dir nur euch viel Glück wünschen, viel Erfolg und natürlich verletzungsfreie Kämpfe auf der Weltmeisterschaft. Das ist das Wichtigste. Ja. Wenn wir dann noch eine Medaille mitbringen, ist noch schöner. Genau. Ja gut, also wenn man da hinfährt, dann will man auch um Medaillen kämpfen. Ne? Das ist ganz klar. Also was ich natürlich nicht machen will, jetzt hier irgendjemand unter Druck setzen und sagen, der muss eine Medaille machen oder hat das Zeug dazu. Also es sind natürlich einige Kandidaten dabei, die das Zeug dazu haben. Aber letztendlich muss man es erstmal auch umsetzen. Ja? Meine Aufgabe oder unsere Aufgabe ist, die Mannschaft fit zu machen, dass sie an dem Tag X, wenn die Weltmeisterschaft ist, dass sie ihre beste Leistung abrufen können. Ja? Und dann, wenn das jeder kann, dann spielen natürlich noch andere Faktoren eine Rolle, gehört ein bisschen Glück dazu, bei knappen Kampfesterentscheidungen für oder gegen uns. Ja? Da sind so viele Faktoren, die man eigentlich nicht unbedingt jetzt im Vorfeld beeinflussen kann. Ja, und also Medaille ist auf jeden Fall das, was wir als Mannschaft anstreben. Ja.